Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Alpha. Und wir machen direkt weiter am Haus. Ich habe auf jeden Fall noch Agrarscheiben noch, die fehlen. Und das geht nicht. Und deswegen muss ich von Land farmen. Das denn? Immer Kohle, ey, das ist natürlich doof. Natürlich ein Thema, ne? Ich guck mal eben. Ah ja, ein gutes Thema, das spreche ich sofort an. Ja. Nein. Kann man nicht werfen. Komplett sinnlos. Obwohl, ich weiß auch, können wir schon Kuchen craften? Dann wäre es natürlich, das hätte natürlich einen Sinn. Ach stimmt, das mit dem Eier werfen, das wäre später, glaube ich, ne? Du hast doch so mal einen USB-Stick oder sowas gefressen. Alter. Das ist doch so dumm, ey. Frisst erstmal so einen USB-Stick, nur damit man Eier werfen kann. So, ich hoffe, ich finde ein bisschen Kohle. Weil sonst sieht schlecht aus hier mein Haus. Sehr gut, sehr, sehr gut. Ganz, ganz schlecht, weil ich komme nicht dran. Also ich komme vielleicht diesen Berg hier. Puh. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Berg? Der ist komplett abgeschnitten. Gucken, ob ich irgendwie hier zur Grotte komme. Ist nicht hier runter irgendwo? Ja. Perfekt. Dann bauen wir ein bisschen was ab. Und ich sag mal, kommen wir zum Thema. Und zwar sollte es heute mal um die heutige Musikszene gehen. Und heutzutage, ne? Ich könnte ein bisschen mehr. Das ist nicht so gut. Und das regt mich auf jeden Fall auf. Dass die Spitze kaputt ist und. Ja, was heute in den Charts einfach zu finden ist. Da ist nichts Gutes mehr so dabei. Da bin ich fast gestorben jetzt. Man muss nur mal in die Charts gucken, in die aktuellen, was da einfach nur noch für Charts rum sind, um Gammeln. Es gibt schon lange keine richtig, richtig geile Lieder mehr, nur ganz selten kommt ein richtig geiles Lied. Richtig feier, irgendwie ist jedes Lied irgendwie gleich. Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, jedes Lied hört sich für mich irgendwie gleich an. Als wenn ich irgendwie den Drop vom Emo schon mal auf 5 gehört habe, ja. Weil früher war Musik nur einzigartig, ja. Ich so die Charts von früher so angucken, ne? Ich habe letztens mit den Jahres-Singles-Charts angefangen auf meinem zweiten Kanal. Ne? Das wäre auch cool gewesen. Ich fand die du. Egal. Aber was da früher gute Musik war, ja? Und heute? Ist nur ein Bullshit. Also ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, warum alle das feiern. Das ist eigentlich kompletter Scheiß, wenn es in dem Moment in den Charts ist. Und ihm ist jeder zweite Song irgendwie ein Rap. Man muss irgendwie nur mal in die Charts gucken. Guck mal irgendwie auf deutsche Charts oder so. Ja. Und. Oh, scheiße. Das ist irgendwie jeder zweite Song irgendwie ein Rap. Die Gangs Rap irgendwie von UFO oder Bowser oder Oleg oder keine Ahnung, ne? Ich hab einmal bei Rap kaputt gemacht, ey, verdammt. Also richtig. Gute Musik, ja, die man richtig feiert, so richtig, ne? Die gibt es nur noch ganz, ganz selten. In Maßen nur noch. Alle 6 Monate vielleicht kommt mal ein guter Song. Ich weiß auch nicht, ey. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, was groß noch zu sagen soll, aber irgendwie hört sich im Moment jeder Song irgendwie gleich an.
Ne? Ich habe immer nur noch dasselbe, weil sich alles irgendwie feiern und das ist irgendwie alles Mittelaltermusik, ja? Ich weiß nicht, was deine Musik so toll ist. Ja, keine Ahnung. Es hört sich alles immer irgendwie gleich an und richtig gute Sänger haben wir überhaupt nicht mehr. Also keine Ahnung. Auch weltweit so, ne? Nicht nur in Deutschland. Weil mir auch international kommt irgendwie nichts Gutes mehr. War früher noch nicht an. War früher ganz anders, aber irgendwie jedes Lied mich total geil. Aber heute, ne? Ich habe echt Schwierigkeiten, auch gerade bei den Single Charts, da neue Sachen zu finden. Ja. Ich habe mal geguckt, aber irgendwie gab es in den 2 Wochen noch schon nichts mehr Neues mehr. Nichts Neues mehr. Weil irgendwie nichts Neues nachkommt. Ja. Das Gefühl, dass irgendwie jetzt irgendwie 3 Monate in dieselben Charts sind. Das ist das Problem. Und ja. Einfach nichts Gutes mehr nachkommt, wenn nur noch irgendwie nur Rap ist. Ist auch nicht, wie die ganzen Rapper irgendwie jede Woche einen neuen Song veröffentlichen können. Wie das schaffen, mei. Manche brauchen ein ganzes Jahr so einen Sänger, dass er mal einen neuen Song hat oder sowas. Die Rapper, die machen das irgendwie. Die durchgeben doch diesen 5 Songs in einer Nacht. Vielleicht kennt ihr das. Ja, das ist so real. Sie einfach mal 5 Songs in einer Nacht machen. Aber die Musikszene ist auch nur noch irgendwie dumm. Hier und immer dasselbe. Und ich verstehe es nicht. Es ist scheiß Musik. Da ist nichts Gutes mehr dabei. So richtig, ne? Ich weiß auch nicht. Es wird nur noch Musik gemacht, irgendwie, die man in Shisha-Bars hören kann. Ja. Und dafür wurde sich nicht spezialisiert und das ist das Problem. Also richtig so. Am PC zu Hause kann man keine Musik mehr hören. Ja, man kann nur irgendwie so eine Musik hören. Von vor 10 Jahren oder sowas zum Beispiel, ne? Ist aber im Moment echt ein großes Problem, die Charts. Ja. Die sind nicht gut und ich glaube, die Entwicklung geht immer so weiter. Also, dass die Entwicklung wieder dahin geht, wie sie vor 5 Jahren oder 10 Jahren da war, dann wird es nicht mehr hingehen. Weil ich irgendwie niemand mehr Bock hat. Ich meine, selbst die 10-Jährigen irgendwie schon Rap. Schon rausgehört, so, ne? Öffentlichkeit. Dass schon die 10-Jährigen irgendwie Musik im Stöpsel halt haben, so, ne? Und dann Raps hören. 10-Jährigen. Man muss man sich mal geben. Weil die nur voll die Mittler von Musik ist. Das ist halt im Moment echt ein Bullshit. Extrem schade, weil früher gab es echt gute Musik, ja. Aber irgendwie. Ja. Halt nur noch Raps, was Mittel von Musik ist. Ja, wenn man das aufhört, dann kann man dazu oder sowas. Ich höre es zum Glück nicht. Wo man sagen muss, manchmal ist so ein Song vielleicht ganz okay, ne? Aber meistens irgendwie einfach Bullshit irgendwie. Es ist nichts mehr Besonderes so dabei. Ja. Ich hoffe auch jeder Songtext irgendwie der gleiche. Da wird immer über dieselben Probleme von Drogen oder was gesungen. Ja. Man sieht irgendwie nur noch über die Probleme von sich so. Das auch nicht. Ich habe halt nur noch irgendwie private Geschichten in so einem Song. Ja. Naja. Könnt ihr auch mal in den Kommentar schreiben, was ihr davon so haltet. Wie ihr die Entwicklung so seht. Und ja. Ich sehe das im Moment sehr kritisch. Das war im Eisen hier rein. Ich denke, ich bin durch mit dem Thema. Ich mache halt die heutige Musikszene halt überhaupt nicht mehr. Wenn noch dieselben Charts irgendwie sind und sich alles gleich anhört irgendwie. Gefühlt. So, dann würde ich sagen, das ist gewesen von der heutigen Folge Minecraft Alpha. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Haben wir vergessen. Und tschüss.